Moin, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Runde mit Taxi Time on Tour. Heute geht's ein bisschen um den Raptor. Gleich geht's los nach dem Intro. So, ich habe jetzt gerade mal hier eine kleine Testfahrt gemacht. Ich habe was ausprobiert bei der Maschine. Und zwar, momentan fahre ich die ja relativ häufig auch auf der Straße. Und gerade wenn wir mit einer schnelleren Truppe unterwegs sind, ist das immer ein bisschen blöd, weil die ja noch original übersetzt ist, die Maschine. Ich habe ja vorne eigentlich einen 14er Ritzel drauf, hinten einen 38er. Mit dieser Ersetzung schafft diese Maschine so 125 Stundenkilometer. Und ja, das ist zwar okay, also man kann 80, 85, auch mal 90 so ein bisschen fahren, wenn man das ein bisschen Wechselgas macht, aber jenseits der 100 hört sich das schon so ein bisschen, das ärgert so ein bisschen die Maschine, das ist auf Dauer, glaube ich, nicht so gut. Ja, das ist der eine Punkt, und der andere ist, ich fahre mit der Maschine, oder habe sie mir ja auch geholt, damit ich ein bisschen mehr Stunt wieder fahren kann. Also es geht mit der gelben nicht so einfach. Zu viel Leistung ausgerechnet ist er jetzt auch auf Supermoto umgebaut. Da ist das ja eh eine ganz andere Hausnummer. Und ja, ich habe mit der ja auch schon ein paar Videos und alles gemacht und auch ein paar Tricks und Stunts. Aber ich muss sagen, die ist sehr, sehr ruppig. Also der Raptor an sich ist ja eh ein sehr ruppiger und rauer Motor. Und gerade bei den langsamen Tricks, ne? Also jetzt irgendwie, was ich weiß, während der Fahrt ein Willi hochziehen und dann auf zwei Rädern weiterfahren und sowas, das ist alles gar kein Thema. Aber wenn man das alles so ein bisschen filigraner haben will, also wirklich dann so im Standgas fahren will oder auch mal einen Hand vom Lenker dann dabei nehmen will und so weiter, ist das, finde ich, ja, immer schwer zu dosieren. Weil so wie man so einen Tucken Gas gibt, die ist immer gleich so ruppig. Das heißt, die schlägt immer so schnell hoch und runter. So, das sind die zwei Punkte, die mich so ein bisschen gestört haben. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein 15er Ritzel bestellt. Genau. So, das Paket von der Quad Company ist quasi vor ein paar Tagen angekommen. Und ich bin gestern Abend erst dazu gekommen, das Ritzel einmal kurz auszutauschen. Ist ja keine wilde Sache. Seitendeckel ab, eine Schraube lösen, Ritzel abziehen, neue draufstecken, alles wieder zusammenschrauben und tutti ist die Geschichte. Ja, jetzt habe ich eben gerade schon so eine kleine Tour gemacht durch die Gegend und habe mal so ein bisschen ausprobiert, wie sich das so vom Fahrverhalten auswirkt. Ich habe ja noch die Originalreifengröße drauf, das heißt, das stimmt gar nicht. Ich habe, halten wir hier mal kurz an, Visier aufmachen. Hinten habe ich nicht die Originalen drauf, also die sind vom Außendurchmesserumfang natürlich genauso groß wie die Originalbereifung, aber meine Originalbereifung liegen halt noch beim Kumpel, der die für einen TÜV brauchte, die habe ich ihm ausgeliehen. Darum habe ich mir jetzt meine Offroad-Pellen da mal drauf gemacht, das war sehr laut die Tür. Ja, Sportauspuff braucht man da definitiv nicht, weil die Reifen sind lauter als alles andere. So, ja, ich habe die Tour jetzt gerade ausprobiert und, warte, wir fahren mal da vorne, da stören wir gerade mal keinen. So, hier fahren wir mal rein, dann können wir mal kurz ausmachen, hören wir diese ganze Motorakustik nicht. Was soll ich sagen, sie ist eine ganze Ecke laufruhiger, also gerade so bei 50 km/h finde ich, war immer so eine, da fährt man im Eingang zu untertourig, in dem anderen so ein bisschen hochtourig, und das war immer so ein bisschen, naja. Endgeschwindigkeit hat vollkommen gereicht. Gerade für unsere Touren, wie gesagt, wir fahren im Schnitt dann so 80, vielleicht mal 90 oder sowas da, wäre das kein Thema gewesen. Aber Motorschonung natürlich, niedrigere Drehzahl. So, habe ich jetzt ausprobiert, die ist eine ganze Ecke ruhiger. VMAX wird garantiert, kommt die Frage. Ich habe mal geguckt, heute ist ja nicht idealste Wetterbedingung, wir haben hier 4 Grad oder sowas, es ist echt bitter kalt. Deswegen habe ich wieder die dicken Handschuhe angezogen, muss ich gleich mal gucken, ob ich damit überhaupt Video fahren kann. 7 km/h hat er mir jetzt gerade mehr angezeigt. Auf gerader Strecke. Es ist eigentlich windstill, also nichts großartig. Ich weiß nicht, ob die Reifen jetzt viel weniger, ob da vielleicht 1 km/h noch mehr rauskommt. Aber mein Tacho hat auf jeden Fall 7 km/h mehr angezeigt als sonst. So viel, wenn du vorne ein Zahn ändert. Vielleicht war es aber auch gerade die idealste Bedingung oder sowas. Vielleicht sind es auch nur 6 km/h oder so. Wie gesagt, im Original-Serientrim fährt die Maschine ja, wenn man sie wirklich hochprügelt bis zum Schluss, fährt sie 125. Mit der Originalbereifung und der Originalübersetzung schafft sie das. So habe ich sie ja bekommen. Das hat alles hingehauen. So, anderes Ritzel drauf. Meine km/h werden vorne an dem Reifen abgenommen. Das heißt, da hat sich auch nichts vom Reifendurchmesser oder so ähnlich geändert. Das ist irgendwas verfälscht. Tacho, alles das Gleiche. Und jetzt waren wir gerade bei, 132 oder sowas. Es hat immer so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen 31, 32.
Er hat es auch kurz einmal auf 33 geschafft, aber ich glaube, dann ging es auch so ein bisschen leicht kurz bergab. Aber ich habe das auch nicht lange ausprobiert. Wie heißt die Regel? Fahr nie länger Vollgas, als du die Luft anhalten kannst. Ich bin, außer man ist Perlentaucher, dann sollte man das nicht machen. Aber wie gesagt, das ist, also so ein paar kmh bringt es. Aber wie gesagt, darum ging es mir jetzt gar nicht. Wie gesagt, einmal das mit 50 kmh rum, finde ich, fährt es auf jeden Fall eine Ecke geschmeidiger. Im Offroad-Bereich bin ich mir nicht so sicher, ob da unten rum der erste jetzt nicht vielleicht doch ein Tucken zu lang ist, dass man quasi im Gelände dann, bin ich ja überwiegend im zweiten und dritten Gang gefahren, ob man jetzt vielleicht doch ab und zu im ersten fahren muss, das fände ich, glaube ich, ein bisschen blöd. Muss man ausprobieren. So, ich würde sagen, ich wechsle einmal kurz die Handschuhe und dann gucken wir mal, wie das sich mit den Videos verhält. So, die dicken Handschuhe sind unter der Sitzbank. Ja, die sind ein bisschen zu dick, steht ein bisschen auf. Egal, das wird hierfür reichen. Mit denen habe ich hier ein bisschen mehr Griffgefühl. Und ich bin gespannt. Der erste Wheelie-Versuch mit dieser Übersetzung, die ich hier jetzt drauf habe. Wie gesagt, so ein Hochstarter während der Fahrt und sowas, da hat sich nicht groß was sich geändert. Ne? Also, außer dass im zweiten nicht mehr ganz so viel Kraft dann quasi hat. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal den ersten Versuch. Hier haben wir eine schöne gerade Strecke, also zumindest gerader Untergrund. Und ich versuche es mal jetzt langsam ansteigen zu lassen. Mal gucken, ob das ein bisschen geschmeidiger geht wie vorher. Oh. Doch. Oh, das ist toll. Also das hat jetzt wirklich viel gebracht. Wie gesagt, wenn man sie sonst so am Steigen hat, die Maschine, und man hat einen Tucken Gas gegeben, die ist mal gleich so ruckartig hin und her. Das hat sich jetzt wirklich... Ich lasse mal kurz... Ich kann sie langsam kontrollierter aufsteigen lassen. Ich glaube, das gefällt mir besser fürs Tricksfahren. So, wir probieren das einfach nochmal hier. Habe ich ein bisschen mehr Fläche so zum Ausrollen. Wir lassen die Maschine jetzt mal langsam steigen. Und dann lasse ich so ein bisschen quasi auf und abfallen, um mal zu gucken, wie ich, ja, ob sie da wieder so bockig ist. So, langsam hoch. Fallen lassen, wieder abfangen, runter, wieder hoch. Jetzt, oh, das geht ja geil. Also, ich bin schwer begeistert. Das 15er Ritzel für Stuntfahren ist, glaube ich, mein neues Lieblingsritzel. Guck, man kann sie langsam steigen lassen. Kontrolliert wippen lassen, ohne dass er bockt. Herrlich. Oh, ich bin glücklich. Oh, dann kann es wieder losgehen. Juhu. Ich freue mich. Wie cool ist das denn? Sollen wir noch mal kurz ein kleines Video im Sitzen. Langsam hoch. Fallen lassen, abfangen. Oh, herrlich, 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 herrlich. Oh, das, also, ich würde sagen, definitiv geiler als das Originale. Wie gesagt, ich kann sie hier richtig schön runterbremsen und dann halt auch wieder abfangen. So, wieder hoch, langsam steigen lassen, fallen lassen. Oh Gott, ich bin nur auf die Bremse getreten. Ja, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen üben. Ich bin gerade noch nicht ganz so warm. Aber, was soll ich sagen? Test bestanden. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, also 15er Ritzel, Daumen hoch. Wie gesagt, für die, die ein paar kmh mehr rausholen wollen, ja, es bringt ein paar kmh. Aber wie gesagt, das ist für mich nicht das Entscheidende gewesen. Ich wollte, dass sie halt beim Stuntfahren kontrollierbarer ist, weil sie ein bisschen bockig ist manchmal, ne? Gerade bei den Lamsang-Tricks. Ich habe ja auf welche, wo ich wirklich denn um Standgas fahre, also wirklich in Schrittgeschwindigkeit und dass man auch mal eine Hand vom Lenker nimmt und so weiter und so fort. Und wenn sie dann am Fallen ist und man will kurz ein bisschen nachkorrigieren, war sie halt zickig. Sie hat schlagartig mal nach hinten gedrückt und man musste immer blitzschnell Gas, gleich wieder die Bremse abfangen, hin und her, Kupplung dabei ziehen und. Es ging, aber es war stressig. Das ist jetzt geschmeidiger. Ich hoffe, ihr könnt, versteht meine Begeisterung, ich bin gerade echt voll happy. Das ist voll geil. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ich glaube, ich werde hier gleich auf jeden Fall noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen Wheelies ziehen. Aber was wir auch schon ewig nicht mehr gemacht haben, ist ein Side-Wheelie. Ah nee, mit den Stollen will ich das jetzt lieber nicht machen. Ich werde auf jeden Fall gleich hier noch ein bisschen rumspielen. Das werde ich aber jetzt alleine machen. Ihr merkt schon an meinem Atem, das ist auch ein bisschen anstrengend. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich gefühlt 12 Klamottenschichten anhabe und meine Bewegungsfreiheit nicht ganz so gegeben ist. Auch mit den Schuhen hier. Ich habe da noch dicke Socken drunter und habe nicht so wirklich so diesen Drückpunktgefühl für die Bremse. Ich merke immer nicht so ganz, beruhigst oder nicht.
Ja, ist halt nicht die ideale Klamotten, um jetzt Stunts zu üben, aber das macht gerade echt Spaß. Achso, viele haben auch mal reingeschrieben, oder beziehungsweise diejenigen, die es jetzt schon in live gesehen haben. Es haben ja viele von euch mitgekriegt. Ich habe ja hier diese Viper-Spiegel verbaut, die man ja so einklappen kann und alles mit den Schonern da. Wunderbar. Die es jetzt live gesehen haben, also die Spiegel sind ja viel kleiner als im Video. Die kommen da mal so riesig drinne vor. Nee, also die normalen Lenkerendenspiegel, die ich vorher dran habe, da ist das Spiegelglas um einiges größer wie das hier. Das sieht in dem Video vielleicht so groß aus. In echt sind die aber kleiner wie die anderen. So ein kleiner Funfact am Rande, der gar nicht lustig ist, denn es ist ja gar kein Funfact. Denkt da mal drüber nach. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Däumchen oben da. Gerne auch einen Kommentar. In diesem sage ich wie immer, schau noch rein mit Toxic Time.